So, guten Morgen und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und ich höre schon wieder merkwürdige Geräusche. Ist ja wie im Let's Play. Ja. Und zwar zu meinen kommenden Projekten habe ich gedacht, ich mache mal so ein sinnfreies Video, weil es ist ganz schön schwierig, auf meine Seite zu gehen und dort zu lesen, was ich so in Zukunft plane. Was im Moment auch teilweise daran hängt, dass ich schon länger keine Aktualisierung mehr vorgenommen habe. Was ich aber wahrscheinlich im Jahr 2027 mal wieder machen werde. Also schon ziemlich bald. Ja. Und ja. Vorher noch, weil mich gelegentlich Leute fragen, ob ich nicht auch mal, keine Ahnung, Anno 2070 oder so Let's Playen möchte. Nein. Allein schon, weil Ubisoft draufsteht, nicht. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich mag Ubisoft jetzt nicht so. Oh, besonders. Und ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit kommerzielle Spiele zu Let's Playen. Oder was heißt kommerzielle? Also noch kommerzielle. Dafür werde ich aber richtiges Fenster öffnen. Habe ich mir gedacht, ich füge noch zu Freeware-Kategorie hinzu alle Bundleware-Spiele. Dabei orientiere ich mich hauptsächlich einmal an Abandonia.com. Also, wenn ihr da sagt, oh ey, das Spiel da, ne, das kannst du da runterladen, das musst du unbedingt Let's Playen, dann könnt ihr mir das jetzt vorschlagen. Es muss aber von der Seite ladbar sein, also nicht irgendwie zu einer Kaufseite weiterleiten. Wie es zum Beispiel bei, ach, ich sag jetzt einfach mal ganz zufällig Constructure ist. Ja. Wobei, das Spiel würde ich, glaube ich, selbst dann nicht Let's Playen, wenn ich Geld dafür bekommen würde. Denn es ist leicht schwer und was ist das? Das sieht aus wie Werbung. Was zur Hölle? Was macht mein Werbeblogger? Adblogger. Ich glaube, es geht los hier. Ja, und zweitens Amiga-Spiele von lemonamiga.com. Also wenn ihr sagt, oh, Let's Play doch mal, keine Ahnung, North and South. Gott, das Spiel habe ich auch höllenschwer in Erinnerung. Das kann man hier, glaube ich, runterladen. Und schauen wir doch einfach mal nach. Wie gesagt, es ist von der Seite ladbar. Da wollen wir hin. Beziehungsweise nicht von der Seite, sondern es sind Downloads mit angeben. Ist nicht bei jedem Spiel der Fall. Was unter anderem liegt, dass einige Spiele noch, von Herstellern verkaufen möchte ich jetzt nicht sagen. Die möchten halt nicht, dass man sie irgendwie runterlädt, ne? Ja. Also wie gesagt, Abandonware-Spiele füge ich einfach mal so hinzu, habe ich mir gesagt. Und ja. Dann zu meinen Zukunftsprojekten. Komme ich jetzt mal. Also momentan läuft ja Reisen ins All und Descent 2. Das wird auch noch eine Weile dauern. Also vor allem Descent 2. Reisen ins All habe ich schon ein Stück erledigt. Als nächstes, als nächstes kommt nach Reisen ins All kommt Penumbra Tech Demo. Die hat mir, wie heißt der wieder? Dark Shadow irgendwas. Ich habe bei Clone schon seinen Namen die richtig hingepommen. Warum soll ich jetzt damit anfangen? Gesagt, ey, Let's Play das mal doch, du Arschloch. Oder ich komme nach Hause und hau dir aufs Maul. Habe ich gesagt, oh, wer mich so freundlich fragt, na, dann mache ich das glatt. Hm? Also das wird das nächste sein. Nach diesen zwei wird höchstwahrscheinlich CNC3 kommen, wenn das Problem sich irgendwann mal lösen lässt hier. Ich glaube es eher nicht, dass ich jemals eine Fraps-Version oder irgendein Aufnahmeprogramm bekomme, dass das korrekt funktioniert. Und dieses Problem nicht hat. Also einiges haben mit Camtasia funktioniert. Ja. Aber mit Camtasia, wenn man da eine Stunde aufnimmt, dann kommt es gerne mal vor, dass Camtasia einfach die Aufnahme mal komplett schreddert. Und da ich ja locker mal eineinhalb Stunden aufnehme. ja. Super. Und ja, alternativ werde ich dann wahrscheinlich Dings reinwerfen. Ich liebe diese Seite. Echt herrlich. Ja, ich weiß, es gibt auch noch andere Abandonware-Seiten, aber wie man ja auch hier sehen kann. Halt, nein, hier.
ich sag mal so, was mal auf Abandion nicht kommt, kommt auch sonst irgendwo. Und dann werde ich wohl Dune 2000 mal reinwerfen. Damit sich auch niemand beschwert, oh, die Grafik ist so schlecht bei Dune 2. Und damit ich nicht jede Einheit einzeln anklicken und zum Feind schicken muss. Wobei das auch mal schön wäre für so eine Hardcore-Challenge. Wer gibt als erstes auf? Ich komme jetzt gerade auf sehr dumme Ideen, glaube ich. Deswegen gehe ich da weg. Also das wäre dann so eine Alternative, wenn Dingsbums nicht funktioniert. CNC3. Von was ich auch ausgehe. Muss ich noch schauen, ob ich die deutsche Vollversion noch irgendwo da habe. Irgendwo hier, ne? Warum schaue ich mich jetzt um? Ich kann euch eh nicht zeigen, was in meinen Schränken steht, da ich keine Kamera habe. Falls mir jemand eine Kamera schicken wollt, ne, in meinem Impressum auf meiner Internetseite, ne, hier, findet ihr meine Adresse, könnt mir gerne was schicken. Ich bin ja nicht so arrogant wie andere Let's Player und sagen, nee, schickt mir nichts, ich nehme das gern an. Ne. Dass es irgendwann zurückbekommt, könnt ihr aber vergessen. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, Dune 2. Danach wird, wenn es keine Probleme macht, Turok kommen. Turok. Also nach Dune 2000 dann Tirol. Hm? Tirol, ja, genau. Ja, doch, kennt man ja alle das. Boah. Jetzt vielleicht. Ah, jetzt. Wird definitiv auf schwer kommen. Noch nie gespielt. Soll ganz lustig sein. Natürlich unzensiert, kennt man ja. Wer will schon auf Roboter schießen? Ja. Also wie gesagt, die Liste hier ist nicht so ganz komplett. Die muss ich mal aktualisieren bei Gelegenheit. Mal irgendwann so 2000 neue Spielenamen reinknallen. Wo war ich? Genau. Nach Penumbra, was genau da kommt, bin ich mir noch nicht so sicher. Nicht so hundertprozentig. Möglicherweise Siedler 2. Das wird auch so ein unglaublich spannendes Projekt. Ich finde, das ist, naja, ich kann toll schreiben. Ich bin total vorbereitet auch. The Gold Edition. Wobei ich da mal schauen muss. Ich habe nur die normale Edition da. Oh, das muss man noch kaufen. Okay, das hat sich gerade erledigt. Okay, Siedler 2 kommt doch nicht. Gab es das nicht mal umsonst zum Downloaden hier? Nö, bloß Siedler 1. Ja, was soll es, hätte man Siedler 2 auch mal. Okay, streicht Siedler 2 dann gleich mal wieder. Schade. Das wäre so schön langweilig geworden. Ach. Aber wo wir gerade bei Siedler sind. Ja, Siedler 1 ist umsonst. Kann mir hier auch die Amiga-Version laden. Weil ich die Amiga-Musik einfach schöner finde. Auch wenn sie keine VGA-Grafiken hat. Was auf einem 24 Zoll Flachbildschirm total toll kommt, ohne VGA-Grafiken zu spielen, mit, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren es, 300, steht es hier irgendwo? Nein. Ja, ich habe vorhin erst gespielt auf 300 mal irgendwas. Gut, ich skaliere eh alles hoch auf 1920x1080. Darum geht es ja gerade nicht. Da werde ich dann wohl oder übel die PC-Version nehmen und einfach auch die Amiga-Musik im Hintergrund laufen lassen. Habe ich mir so gedacht. Ne? 93. Puh. Lang ist es her, du. Ja. Wo war ich jetzt? Bin ich gerade irgendwie neben der Spur. Genau. Des Weiteren habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht noch ein drittes Hauptprojekt starte. Weil zwei Hauptprojekte und zwei Nebenprojekte, das ist. Weiße Schrift auf weißem Grund. Na, das nenne ich doch mal kreativ.
Die sollte man ja Seitenanpassung arbeiten. Jetzt nicht so wichtig. Wo war ich? Verdammt, 3,6. Was sind das für Leute, die Siedler mit 3,6 bewerten? Ach, geht alles sterben, ey. Scheiß Seite. Ach, schon eher. Jetzt bin ich schon wieder irgendwo woanders. Ja, genau. Ein drittes Projekt, also drittes Hauptprojekt, wo ich dann Amiga spiele, nur Let's Play werde. Anfangen werde ich mit der Siedler, mit Siedler 1 dann. Also würde ich dann mit Siedler 1, der PC-Version. So viel zum Thema nur Amiga-Spiele. Ja, und danach, also nach Siedler 1, ja, kann sich nur um 100.000 Folgen handeln. Keine Ahnung, gibt es ja noch genug andere, würde ich wahrscheinlich dann erstmal eine Runde Amberstar reinwerfen. Das kann auch sich nur um Jahre handeln, bis ich das Spiel mal durch habe. Aber auch nur, wenn ich Komplettlösung benutze. Ohne wird es noch ein bisschen extremer werden. Wobei ich da schauen muss, ob ich da irgendwo eine brauchbare installierbare Version finde. Denn die originale, ja, es gibt zwar Teile im Webschrein, aber die Version ist nicht installierbar und ja, das heißt, ich kann erstmal keinen eigenen Charakter erstellen und zweitens ist selbst bei 8-facher Geschwindigkeit die Ladezeiten manchmal etwas unschön. Aber im Spiel muss man schon öfters mal laden, also kann schon mal vorkommen. Also, beziehungsweise im Original konnte man gar nicht laden, da das immer automatisch gespeichert hat und es nur einen Spielstand gab. Beziehungsweise nein, wenn er beendet hat, dann konnte man. Verdammt, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Ja. Also das wäre so das erste Projekt, wo ich haben würde. Dann würde ich erstmal irgendwas anderes spielen, bevor ich den Nachfolger Amber Moon, der noch perverser ist, der sich aber glücklicherweise problemlos installieren lässt. Und ohne Installation einfach mal 5 Stunden lädt oder so. Bei 8-facher Diskettenlaufwerkgeschwindigkeit. Aber vorher würde ich was irgendwas ein leichtes, ich sag mal leichtes, ja, zwischen einwerfen, keine Ahnung, wie, was weiß ich. Ich Rechtschreibung, ja, von Deutsche, ja, zum Beispiel der Patrizia. Natürlich die Amiga-Version, weil die ist viel besser als die DOS-Version. PC-DOS. Was leichtes halt mal für zwischendurch, was man schnell mal durchspielen kann. Ja, dauert auch nur irgendwie 250 Stunden. Wobei, da habe ich auch Probleme, das zu installiert zu bekommen mit Wine. WinUAE, nicht Wine. Und ohne Installation ist das immer so Sache. Also, wenn man Sachen auf Festplatte installiert, also bei Amiga, dann geht das alles so wunderbar schnell. Nur mit Diskettenlaufwerk, es ist so grausam. Das tut weh, sage ich euch. Das tut weh. Oder auch ein Spiel, das ich anbieten wäre, würde, wäre natürlich Colonization. Auch sehr schön. Könnte ich auch die DOS-Version spielen. Nein, ich spiele die Amiga-Version. Einfach darum. Ja, also das sind so meine Pläne für die Zukunft. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dieser dritten Projektidee haltet. Also, weil sich natürlich nichts ändern würde. Also, ich lade weiterhin alle drei Hauptprojekte dann Wochenende so. Ja, gut, könnte sein, dass in Sonntagnacht noch Folgen kommen müssen. Wegen zu langsam Upload-Speed. Ja, also, wie gesagt, könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Die kämen dann halt auch so 4 Folgen jede Woche, jedes Wochenende. Schreibt einfach mal rein, ich ignoriere euch dann und mache, was ich will, wie immer. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Ja, Nebenprojekte lasse ich erstmal so. Open Arena, gut, das dauert eh noch 250.000 Jahre. Für das erste Tier. Hurricane werde ich, oder habe ich vor, diese Woche noch weiter zu spielen. Ich hoffe, es wird auch was. Nein. Ja, wahrscheinlich nicht, nein, aber egal, das ist gut, es sind jetzt nicht so viele Level, das soll ich in nicht allzu ferner Zukunft mal durchbekommen. Danach keine Ahnung, was ich dann noch reinwerf.
Ich habe so schon eine lange Liste. Oh, darauf freue ich mich besonders. Ich hoffe, davon kommt die eine finale 1-0er Version raus. Niemals. Das macht das ekelhaft. Was noch? Was habe ich denn noch so vor? Ja, also Civilization vielleicht noch, den ersten Teil. Der ist so richtig schön. Richtig schön grafisch anspruchsvoll. Da wollen wir hin. Man sieht schon, das ist Grafik vom Feinsten. Freue ich mich drauf. Das habe ich immer Amiga-Version habe ich gespielt, aber irgendwie bin ich zu blöd, die Amiga-Version richtig installiert zu bekommen. Wenn sich da vielleicht jemand auskennt, wie ein UAE, wie man das denn richtig installiert. Ich bin da irgendwie zu blöd für das Spiel oder es lässt sich einfach nicht installieren bei mir, geht aber nicht. Was noch? Ja, Albion werde ich irgendwann mal zwischen reinwerfen. Das ist auch von Blue Byte, aber gut, davon gab es nie einen Nachfolger und nichts. Ich gehe aber mal das Risiko ein, dass mich Ubisoft nicht gleich meinen Account löscht. Das Spiel habe ich auch nie durchgespielt. Verdammt. Oh, Titten. Was noch? Ja, natürlich dann ganz klar kommt irgendwann auch mal Schleichfahrt zwischen rein. Ja, ich kann. Ich voll Deutsch als, was? Ich voll Ahnung von Rechtschreibung, Recht. Ach nein, Moment, das, wie hieß das? Wie hieß denn das im englischen Original? Im englischen Original, das ist aus Deutschland, ja. Okay, dann eben nicht. Vielleicht mit Deutsch auswählen, dann findet man es vielleicht auch schneller. Ich muss doch hier irgendwo noch sein, oder? So, gibt's doch hier da, Yellow Submarine, oder? Jawohl, Schleichfahrt. Archimedien-Dynastie. Ja, keine Ahnung, wie es auf Englisch ausgesprochen wird, ist auch unwichtig. Ist ein deutsches Spiel. Ich spiele auf Deutsch aus. Deutsch! Ja. Schleichfahrt. Vielleicht die Nachfolger Aquanox oder Aquanox 2 kennt. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, der erste Schleichfahrt war am besten. Also fand ich. Hat auch schöne Grafiken immer noch. Also für 97 kann sich sehen lassen. Was kommt noch? Was kommt noch? Ja, Amber Moon, wie gesagt, irgendwann. Aber ja, Software ist so, oh Gott. Bin ich jetzt 200 Jahre alt, bis ich das alles gespielt habe. Magic Mansion Deluxe? Muss ich mal schauen, ob es das überhaupt noch gibt, irgendwo im Internet. Magic Mansion kennt man einfach, ne? Wer es nicht kennt, naja. Haben die auch Ding schon im Angebot? Nein. Elder Scrolls, The Arena. Ja, habe ich vor kurzem erfahren, dass der erste Teil Elder Scrolls-Reihe Freeware ist. Zum 10-jährigen Bestehen der Serie wurde, glaube ich, freigegeben. Da muss ich mal schauen, ob das auch irgendwie deutsche Version gibt. Gibt es davon überhaupt eine deutsche Version? Ah, ja, das ist on Reloaded. Das ist hier komplett frei, deswegen ist das da hüben. Das Schöne ist, ich mochte Morrowind nicht, ich mochte Oblivion nicht. Allein schon wegen dieser riesigen leeren Welt und hier ist die Welt zufallsgeneriert und damit größer als in zum Beispiel Morrowind ist. Oder ist sie auch größer als die Welt Oblivion? Oder die Welt größer als Skyrim? Ja. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich überhaupt gesagt habe, dass ich das spielen werde. Haben die auch Dings schon im Angebot? Wie hieß der? Daggerfall, glaube ich, hieß es, ne? Ja, der zweite Teil kam zum 15-jährigen Jubiläum der Serie. Wurde der Freeware, haben die hier noch nicht im Angebot. Ist aber, glaube ich, auf der offiziellen Internetseite zu sehen. Also vorausgesetzt, ich kriege die Steuerung raus. Das letzte Mal hatte ich irgendwie Probleme, Waffen zu benutzen. Was dann damit endete, dass mich der erste Gegner totschlug. Immer und immer wieder. War äußerst spannend, muss ich sagen. Man fängt an, denkt sich, ach, den Typ mach ich jetzt platt und dann schlägt er einen voll in die Fresse. Das mehrmals hintereinander. Ganz großes Kino. Schade, dass ich das nicht aufgenommen hatte. Das ist, ja gut, das war noch lange vor meiner Zeit von Let's Plays. Ja.
Weil so ein 15-Jährigen wurde das früher. Ich hoffe nur, dass zum 20-Jährigen nicht auch noch Morrowind Freeware wird, sonst habe ich echt ein Problem. Weil das könnte ein paar Folgen mehr werden. Mit ein paar mehr meine ich natürlich extrem viele Folgen, weil man kennt's ja, ne? Ich habe kaum ein Spiel gespielt, das mal wenig Folgen hat. Oder habe ich? Habe ich irgendein Spiel gespielt, das wenig Folgen? Ja, gut, wenn man von den Nebenprojekten mal absieht. Ja, doch, also ich habe schon ein paar kleinere, ne? Also Free Doom, Mario Chronicles, die zwei ersten Netzwerke, die einfach so soundtechnisch unglaublich grausam waren. Und ja, Decent 1 war auch kurz im Vergleich zu anderen Projekten. Gut, ich hatte damals noch das 10 Minuten oder beziehungsweise 15 Minuten Limit, deswegen wurde Warzone und CNC1 auch so lang. Als wenn sie kürzer waren. Ja. Also ist auf jeden Fall noch eine Menge geplant. Also sie können natürlich weiterhin Spiele vorschlagen. Wann die aber dann irgendwann mal kommen werden, da wird's dunkel. Da wird's dunkel. Und ich bin gerade froh, dass Fraps das Aussehen meines Monitors nicht mit aufnimmt, denn das ist ziemlich dreckig. Aber darum geht's jetzt nicht. Ja, wird bestimmt toll, vor allem weil ich die Nachfolger schon nicht mochte. wo war ich jetzt stehen geblieben? Wo wollte ich hin? Ja, also wie gesagt, schreibt am besten mal, was ihr davon haltet, von dem dritten Projekt, nur Amiga-Spiele oder so, oder nur Spiele, die auch auf dem Amiga vorhanden sind. Hätte ich eine Kamera, könnte ich auch auf dem Original-Amiga spielen. Aber ich glaube, der scheißt mir dann irgendwann mal was. Der mag das nicht, wenn man so ständig speichert und wieder lädt. Und so kam die AGA-Version vor der normalen Version raus. Bin ich besoffen? Burntime, auch sehr ein schönes Spiel. Könnte man auch mal Let's Playen. Man muss nur aufpassen, dass man die richtige Version erwischt. Gibt es ganz viele verschiedene Versionen und jede Version hat wegen ihrer eigenen Bugs, die einen am Durchspielen hindern. Nicht so lustig, sage ich jetzt einfach mal. Bieten die? Fallout gibt es noch nicht zufällig zum Download, oder? Ja, mit 3 L's, na klar. Nö, schade. Wäre lustig werden. Wäre lustig worden. Also wie gesagt, da Amiga-Spiele kann man ja auch, gibt es einige echt gute, wo man ja ziemlich lang dran hocken kann. Weswegen die Entwickler früher wohl auch alle pleite gegangen sind. Ich meine, wie kann man nur Spiele entwickeln, die fehlerfrei sind und auf denen man noch monatelang mitspielen kann? Wie soll man denn da Geld machen? Wenn nach 2 Monaten noch jemand das Spiel spielt, ist es scheiße, ne? Es sind noch längst 3 Nachfolgerhausen. Und einer ist verpackter als der andere. So muss das sein, da macht man Kohle mit, Jungs. Ja, gut, es war soweit. Wollte ich halt mal so ankündigen. Das wird wahrscheinlich eh kein Schwein interessieren. Also wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von der dritten Projektidee haltet. Ich mache dann, was ich will und ignoriere alles, was ihr geschrieben habt. Aber Hauptsache mal schön, ne? Schön Kommentar geschrieben. Ist übrigens minus 11 Grad in der Stadt kann man das Ding nicht nennen. Und ich renne da hier gerade Siedler 1 Intro mit Musik und so. Werde ich dann demnächst irgendwann mal hochladen. Wie groß wird denn das so? Ah, es ist schön, es wird so schön klein, nicht mal 30 Megabyte. Herrlich. Dabei benutze ich das Preset nur slower. Ja, das war's mit einem kleinen Infovideo. Dass ich wahrscheinlich erst irgendwann in 20 Jahren mal wieder aktualisieren muss, weil erst da meine Projekte irgendwann mal so halbwegs abgeschlossen sind. Aber vielleicht guckt sie ja doch irgendein Idiot mal an. Hallo Delfinio. Wollte ich nur mal grüßen. Ohne irgendwelchen Hintergedanken. Ja, gut. Dann noch möglichst wenig Spaß mit meinen Videos. Ich hoffe, ihr hasst es genauso wie ich es hasse, sie zu erstellen. Und ich nehme noch auf, ja gut. Ich habe meinen Fraps-Counter ausmachen müssen, sonst wäre der im Video. Super Sache, so.
Ich werde jetzt nochmal meinen Fuß baden. Mit Salbe einschmieren. Ich kann gar nicht oft genug erwähnen, dass ich das so volles blutige Ding habe. Es ist immer wieder lecker. Ja, gut. Bevor ich jetzt noch 2 Stunden rede, sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal in 20 Jahren.